KinoCast. Wir können mal anfangen, oder? Ja, gerne. Hallo. Ich bin da. Ja, sehr schön. Hallo. Geht ja gut los hier. Du hast eine Frage gestellt und wir dürfen beide darauf antworten. Hallo Kate, ich grüße dich. Hallo. Hallo Chris. Ich bin da. Oh mein Gott, ich habe gerade so, das ist, Entschuldigung, das klang so ein bisschen hatte wie leichte, der leichte Merkel von Winnie Pooh. Hallo. Es hatte auch leichte Merkel-Vibe, so. Hallo. Can you hear me now? Wir schaffen das. Genau. Hallo Erik. Ja, hallo, hallo. Herzlich willkommen an alle. Wir grüßen euch bei diesen sommerlichen Temperaturen, wo die einzige Chance ist, entweder zu Hause eine funktionierende Klimaanlage zu haben, die gewartet werden muss, oder ins Kino zu gehen, wo es auf jeden Fall eine funktionierende Klimaanlage gibt. Und da laufen geile Filme und wir werden euch mal ein paar vorstellen, die wir gesehen haben oder auch im Heimkino. Und eine Serie ist auch dabei, ein Game ist auch dabei. Heute ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Ja? Jetzt hat man das nie gehabt, The Black Phone. Darüber sprechen wir. Dann Rezensionsdisc Mord in Saint-Tropez. Der lief ja vor nicht allzu langer Zeit im Kino. Und der wird jetzt wahrscheinlich auch in einigen Sommerkinos und Sommerfilmdingern da, wo sie manchmal in irgendwelchen Außenbereichen da irgendwelche Filme zeigen, wird er, denke ich mal, laufen, weil da gehen ja solche französischen Filme immer ganz gut. Und ich habe noch einen Film gesehen, Unsichtbarer Feind, da muss ich nachher nochmal kurz googeln, worum es da ging, weil da habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. War auf jeden Fall mit Steven Seagal, ist auf jeden Fall ein Garant für Qualität. Und ja, Serie zum Beispiel, da habe ich auch schon den Teaser gesehen bei Amazon Prime, glaube ich, der Sommer, ja. Als ich schön wurde. Bin ich gespannt, was die Kate darüber erzählt. Und steigen wir doch mal ein. Das schwarze Telefon, The Black Phone, ist eine Kurzgeschichte von dem Sohn von Stephen King, der da heißt Joe Hill, genau. Und darauf hatte mich mein Kollege von Fortsetzung Folk gebracht, weil der Daniel ist ja sehr belesen und liest auch viel Stephen King. Und als ich ihm gesagt hatte, was in das Sneak kam, hat er gesagt, das kenne ich doch irgendwo her und so. Ist doch vom Sohn von Stephen King. Da habe ich gesagt, nee, ist von Joe Hill, die Geschichte. Ja, das ist der doch. Okay, also der hat auch noch andere Sachen, das Buch geschrieben, zum Beispiel für den Film Horns, den wir in der Sneak Preview hatten. Woran wir uns, denke ich mal, sehr positiv erinnern. Und dann zum Beispiel auch für die Serie Lock and Key, die ja auch ziemlich gut war, fand ich. Und der Regisseur von The Black Phone, der hat zum Beispiel den Doctor Strange Film gemacht, Scott Derrickson. Der war ja auch ganz cool. Und worum geht's jetzt bei The Black Phone? The Black Phone spielt im Jahre 1976, 77, 78, irgendwann so in der Drehe, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in North Denver. Also nicht in Denver, sondern irgendwie in so einem kleinen Suburb von Denver. Und dort lernen wir so eine Gruppe von Kids kennen. Das hat so ein bisschen Stranger Things Vibes die ganze Zeit. Ist auch ein bisschen so, ja, sehr körnig gefilmt. Das wirkt ganz, alles. Ganz kurz, Erik, ja? 1978. Ah, danke. War natürlich jetzt wichtig. Ja. Genau. Details. Ich schon. Ja. Details. Ja. Soll ja auch zeigen, dass wir uns mit dem Film auseinandergesetzt haben. Und diese Gruppe von Kids, ja, bei denen ist nicht alles so top. Also wir lernen dann auch ein paar kennen. Die eine wird zum Beispiel von ihrem Vater extrem verprügelt und der die ihr. Gwen? Die Gwen, ja. Und ihr Bruder, der. Den, das ist eigentlich so die Hauptfigur. Möchtest du es erzählen? Nein, ich liefere nur die Details, mach ruhig weiter. Genau, und ihr Bruder, das ist eigentlich so ein bisschen die Hauptfigur in der Gruppe und wir sehen dann schnell, dass es einen, ja, man weiß noch nicht direkt, ob es Serienkiller gibt, auf jeden Fall verschwinden sehr viele Kids in dieser Umgebung und es hängen immer mehr Zettel aus mit verschwundenen Kindern und die Einschläge kommen halt näher. Zuerst sind es nur irgendwelche entfernten Bekannten von der Schule. Später sind es dann schon welche aus der Klasse oder persönliche Bekannte, Freunde, die verschwinden und nicht wiedergefunden werden. Und es kursieren Gerüchte, dass an den Tatorten, an denen, wo die Kinder entführt werden, dass da immer irgendwelche schwarzen Luftballonteile gefunden werden, zerplatzte Luftballons. Und wir sehen dann auch immer mal so einen schwarzen Lieferwagen so herumfahren. Und irgendwann kommt es dazu, dass unsere Hauptfigur, jetzt kannst du nochmal den Namen droppen.
Finny, genau, Finny, dass der entführt wird und wir bekommen dann so ein bisschen Einblick in die Gedankenwelt des Serienkillers / Entführers, der ihn dann erstmal im Keller gefangen hält und in diesem Keller hängt ein schwarzes Telefon. Was es damit auf sich hat, möchte ich mal nicht spoilern, weil das war für uns alle auch eine sehr große Überraschung, was da passiert. Und wenn man es jetzt so hört, so Entführungsgeschichte und Serienkiller, dann könnte man fast schon denken, worauf es hinausläuft. Es ist ja auch eine Blumhouse-Produktion, die ja auch schon diverse andere Sachen gemacht haben in der Richtung. Aber es ist durchaus anders. Es ist teilweise mysteriös. Es ist sehr viel von diesen Stranger Things-Vibes hier mit den Kindern in dieser vergangenen Zeit. Das ist alles extrem gut dargestellt. So eine Portion von Realismus schwingt da mit. Und ich glaube, wir können nicht viel von der Geschichte an sich, wie sich es dann entwickelt, erzählen, weil das passiert relativ schnell und das Leben draußen geht natürlich weiter. Die anderen Kinder machen sich Gedanken, was ist jetzt mit denen allen passiert und speziell seine Schwester von Finny, Name? Gwen. Gwen, genau. Die macht sich auch natürlich ganz besondere Gedanken, weil sie eine sehr enge Beziehung zu ihrem Bruder hatte. Die haben eine sehr enge Freundschaft und die hat dann auch so ein paar Ideen, nenne ich es jetzt mal, was da passiert sein könnte und begibt sich selbst in die Ermittlungen rein und wir sehen natürlich auch, wie die Polizei ermittelt, aber die sind da eher sehr behäbig da in der damaligen Zeit. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, weil wir dürfen nicht viel mehr verraten, es sind einige Überraschungen drin und hat auch eine gesunde Portion Mysteriosität, Mystery, ne? Ja, definitiv. Also sehr viel sogar. Was mich gewundert hat, es sind ein paar Sachen drin, wo ich denke, okay, jetzt hätte ich eigentlich erwartet, dass hier ein paar Leute gehen in das Sneak, weil es ja häufig so, wenn so ein paar Horror-/Gruselfilme in das Sneak laufen, dass dann irgendwie so ein Massenexodus stattfindet, weil viele das nicht mögen. Aber es sind wirklich, also ich habe keinen rausgehen sehen. Es sind zwar mal welche gegangen auf Toilette, aber die sind wiedergekommen, ne? Weil der ich habe auch niemanden rausgehen sehen. Der Film hatte was, ja. Echt überrascht hat ein Stück weit. Auf der anderen Seite wäre es auch echt unverdient gewesen, weil der Film unglaublich gut eigentlich mit der Furcht von Menschen spielt. Mit Ethan Hawke jemanden hat, der nicht wirklich sein Gesicht nicht zu sehen ist und trotzdem weißt du, wie gerade seine Mimik ist oder wie gerade seine Stimmung ist anhand seiner Mimik, wegen den Masken, die er trägt. Und du hast halt, wie ich auf jeden Fall fand, mit der kleinen Gwen eine unfassbar gute und starke Kinderschauspielerin da drin. Ach, ich guck gerade, wer die gespielt hat. Weißt du es auswendig? Ja, wen? Die Gwen? Gwen hat. Madeline McGraw. Fand ich unfassbar. Ja, genau. Madeline McGraw, genau. Fand ich unfassbar gut. Es gab so ein paar Szenen, die einfach ganz arg stark waren. Da war, da muss ich dazu sagen, der Vater von den beiden ist ja alkoholkrank und dementsprechend auch ist es manchmal schwierig, aber auch sehr, sehr schwierig für die Kids. Und es gibt da eben eine Szene, wo sie wirklich voller Angst ist und dann aber somit mit richtig viel innere Wut und alles auf ihren Vater reagiert. Und trotzdem immer noch dieses, es ist immer noch mein Papa und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich muss das wohl ertragen, einfach diese Last, wo auf dem Kind dann auch liegt. Und das kam in der einen Szene, fand ich so brutal raus, brutal gut. Also die Gwen fand ich unfassbar gut. Ich fand auch Finny, so nervig er vielleicht manchmal war, fand ich eigentlich relativ gut. Und deswegen war es für mich vom Cast her extrem gut gemacht. Ja. Wen ich nicht so gut fand, war der Bruder. Den fand ich ein bisschen nervig. Den Bruder meinst du, ja, genau. Ja, aber gut, das ist halt so. Übrigens, der Vater wird gespielt von Jeremy Davis, den geneigte Zuschauer von Lost kennen können als Daniel Faraday, aber hier halt als Alkoholiker mit einem Fukuhila, mit irgendwie mit so einem Wife-Beater, also so ein Unterhemd hier die ganze Zeit an und irgendwie am Saufen und irgendwie ganz krass.
Ja, also es kommt wirklich dann zusammen ein extrem guter Cast, wie ich finde. Ich muss jetzt gerade meine Wertung nochmal verändern. Ein extrem guter Cast mit einer Geschichte, die sich krass aufbaut, wie ich finde. Hm. Also wirklich krass aufbaut und ein ziemlich ja, spannendes Finale dann auch hat. Deswegen rundum gelungenes Ding, der nicht unbedingt immer auf diese also er hat keine Splatter-Elemente wirklich. Also nicht so wirklich. Das ist auch schon mal Thriller. Ja, ja. Genau, ja, ein Thriller, ja, der einen wirklich so reinzieht, fand ich. Deswegen war das wahrscheinlich auch der Grund, weshalb da kaum jemand rausgegangen ist, weil ja, der zieht dich einfach so nach und nach rein in diese ganze Situation und lässt dich dann nicht mehr los, weil du willst dann auch wissen, okay, wie geht das jetzt hier weiter und so. Ist auch irgendwie ganz anders, als man es denkt. Also wenn man die Geschichte hört und liest, und ich habe das Poster gesehen, dachte ich, ach, das ist so ein Billig-Slasher irgendwas, ne? So ein Typ mit Maske bringt Leute um oder so. Aber so ist es ja nun gar nicht. Hast du den Trailer gesehen? Nee, ich habe extra. Ja, das ist nämlich das, was ich meine. Ihr habt jetzt extrem wenig verraten dafür, dass der Trailer extrem viel verrät. Okay, also dann also im Trailer sieht man zum Beispiel, was es mit diesem Telefon auf sich hat. Ah, okay, das ist natürlich... Ja. Also Vorsicht vor dem Trailer, können wir da hier an der Stelle anmerken. Offensichtlich. Ja. Ich kann ja mal gucken jetzt, wo ich einen Film gesehen habe. Das ist halt das Schöne bei der Sneak, da erwischte ich halt dann so einen Film, ja, wo du nichts weißt, wo du vielleicht den Trailer noch nicht gesehen hast. Und ja, wenn du da zu viel weißt. Ich fand gerade die Überraschung, wenn dann das Telefon klingelt und dann passiert was und was dann alles noch so zusätzlich passiert. Und es hatte auch so ein bisschen was Computerspielartiges, fand ich, mit dem finde was, verwende das und ja, Chris, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, und, klar. Oh, springt meine Alexa an, weil die hat das Stichwort. okay. Ja, extrem guter Film, hätte ich nicht gedacht. Aber ich mag auch so diese Blumhouse-Sachen, weil die haben immer so eine gesunde Portion Abgefahrenheit, die du an den Top-Hollywood-Produktionen eben nicht hast. Manchmal ist es Riesenscheiß. Es gibt Blumhouse-Produktionen, die sind einfach absolute Grütze. Aber es gibt viele Blumhouse-Produktionen, die haben durch diese Roughness und diese Überraschungen, die sie bringen, die haben halt Mut, irgendwie mal andere Sachen auszuprobieren, abseits von den ausgetretenen Pfaden. Wie auch schon, was weiß ich, Happy Death Day, der immer zu einem meiner Lieblingsfilme in diesem Genre erzählt irgendwie. Da bringt halt da so Witz rein und alles und ja, und hier mit den Kids, das ist auch so gut gefilmt gewesen und ach, diese ganze Zeit so korrekt eingefangen, zumindest so in meinem, was man so, in meiner Wahrnehmung, ich war da nicht in North Denver zu der Zeit. Aber wir hatten damals auch, als ich auf der Schule war, wahrscheinlich war das bei jedem Kind irgendwie mal so, dass da irgendwo mal ein Kind verloren gegangen ist auf der Schule oder so. Bei uns war das eine, kann ich mich sogar noch einen Namen erinnern, Michaela Wagner hieß die. Da hingen überall Zettel aus, ne? Das hat uns Kinder damals schon sehr mitgenommen. Und ja, Kind ist ist nicht nach Hause gekommen irgendwie, was ist da und so. Die Zettel, die hingen ewig, die hingen bei uns in Bussen an Bäumen hier angepinnt und so. Und ja, das war krass. Ich habe letztens erst irgendwann gelesen, es gibt so eine Sache mit aufgearbeiteten Kriminalfällen aus der DDR-Zeit. Da haben sie das dann irgendwann aufgelöst, was da passiert ist. Also die Auflösung haben wir damals dann nicht erfahren. Das war dann echt übel. Ja, gab es bei euch auch sowas? Wäre was für die Erik-Boys gewesen. Tatsächlich gab es bei uns, ja. Da gibt es an meiner alten Schule steht dann sogar ein Denkmal, weil man hat die dann, hat das Mädchen dann tot gefunden und da steht ein Denkmal für sie. Ich weiß jetzt aber den Namen nicht mehr. Aber das war, ja, das war bei uns, das war ja hier in Filderstadt, also hier Baden-Württemberg und das war schon, war zu meiner Schulzeit, ja. Eieiei, na da. Mhm. Ja, und so diese Stimmung, die kommt halt hier in dem Film auch richtig gut rüber. Diese, wo bei den Kindern dann so erstes ein Kind ja weg, man weiß nicht, was ist, und dann gibt es ja so, ja, was ist da, ist das ausgerissen oder keine Ahnung. Und dann werden es halt plötzlich immer mehr und du siehst, okay, das ist jetzt nicht einfach mal so, dass ein Kind mal weg ist, sondern und dann gleichen sich halt immer mehr die Berichte, wie das passiert ist und heftig. Und dann, was natürlich. Das ist ja natürlich der erste Teil vom Film, vielleicht so das erste Drittel. Und was dann in den letzten zwei Dritteln passiert, werden wir jetzt mal nicht verraten.
weil vielleicht hat es noch irgendjemand in der Sneak Preview den Film oder vielleicht geht jemand aktiv rein in den Film, was ich sehr empfehlen würde. Echt spannender, mysteriöser Film. In, man kann es durchaus sagen, in bester Stephen King-Tradition. Es gibt ja richtig gute Bücher von Stephen King und hier der Sohn von Stephen King, der hat anscheinend auch einiges geerbt, Talent von seinem Vater. Und deswegen von mir tatsächlich 8 Punkte für The Black Phone. Ja, bin ich bei dir. Ich sehe, guck hier tatsächlich, vollumfänglich. Bei Moviepilot hat es 6,9, bei IMDb 7,4 und bei Rotten Tomatoes, da liegt es wirklich sehr, sehr hoch. Da ist zum einen das Tomatometer von den Kritikern bei 84% und Audience Score sogar bei 90%, also wäre 9 von 10. Ja, also wirklich ein sehenswerter Film. Ich glaube, man kann sich dann eher an solchen Sachen orientieren, an den internationalen Geschichten und nicht unbedingt an den deutschen Filmkritikern, die das jetzt schon gesehen haben, den Film, weil da sind noch nicht viele, in Anführungszeichen, normale Leute drin, die den Film gesehen haben bei den 6,9 bei Moviepilot. Ja. Also absolute Empfehlung. Hatte da eigentlich jemand, nee, niemand hat richtig getippt, ne? Und wie schaut's denn für morgen aus, da? Der Hinweis und der Tipp. Der Tipp für morgen lautet: von Gewissensbissen geplagt. Und es sind Tipps eingegangen, und zwar Man, was dich sucht, wird dich finden. Avatar 2. Und wenn mein Handy jetzt mal mitmacht, kann ich euch das auch sagen. Der Sommer mit Anaïs. Ja, also den letzten habe ich vorhin noch getippt, weil das könnte passen, weil da so eine Frau, die denkt halt so über ihr Leben nach, über ihr bisheriges Leben und was sie da alles so falsch gemacht hat und versucht haben, so einen Neustart und so. Hatten wir auch schon ein paar Mal irgendwie von dem Verleiher diverse Texte bekommen gehabt. Und worum geht's jetzt bei diesem anderen Man? Auch schon wieder ein Horrorfilm, sehe ich hier. Okay. Persönliches Drama, beschließt sich eine Auszeit zu nehmen. Sie mietet sich ein luxuriöses Cottage auf dem Land und hofft, der Beschaulichkeit des englischen Dörfchens und der umliegenden Wälder Ruhe zu finden. Doch es kommt zu einer sonderbaren Begegnung mit den Dorfbewohnern. Über ihren schrulligen Vermieter, Geoffrey, gespielt von Rory Kinnear, kann Harper zunächst noch lachen, aber als sie bei einem Waldspaziergang auf einen nackten Mann trifft, der sie zu verfolgen scheint und später dann auch noch vom örtlichen Vikar in ein, was ein Vikar mit V? Das sind die Nachwuchspfarrer im, okay. Im evangelischen Glauben. Ah, okay. Das, ja. Das weiß ich, weil ich damals im Rallye-Unterricht in der Grundschule einen Vikar hatte und wir da das Thema Tod hatten und es ist ein kleiner Schwank aus meiner Kindheit. Und dann dieses tolle Lied hatten mit Kommt der Tod ins Nachbarhaus. Und bei uns ist in der Zeit eine Nachbarin gestorben. Das ist ja kind, und ich war völlig verstört. Kindgerechtes Liedgut, ja. Hier. Alles. Ah ne, guck mal hier, doch katholische Kirche kann es auch sein. Ständig oder zeitweilig Vertreter eines geistigen Amtsperson. Ja. Also es war auf jeden Fall sehr verstörend, weswegen es auch Gespräche mit dem guten Mann damals gab. Ja, wenigstens hat er dich nicht angefasst, das ist ja schon mal gut. Ist evangelisch, nicht katholisch. Ja, wie auch immer. Ich schere da alle über einen Kamm. Ich sehe schon. Da kenne ich nichts. Da bin ich wieder Drill Sergeant aus Full Metal Jacket, da kenne ich gar nichts. Das vermeintliche Paradies entwickelt sich für einen absoluten Albtraum. Also es wäre ja schon wieder so, na gut, Black Phone war ja nicht direkt ein Horrorfilm. Mal schauen. Bin sehr gespannt, was dann morgen uns serviert wird in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart mit toller Klimaanlage übrigens. Also ihr könnt da ruhig alle gehen. Und im Kino haben wir sonst nichts gesehen, deswegen schauen wir gleich mal, was dann noch so anläuft und was in den Charts ist. Kino, Charts und Neustarts. Da habe ich, glaube ich, ach nee, hier ist mein Tab. Soll ich anfangen mit Platz 5? Bei mir ist nur eine Top 3, warte mal. Jetzt 1, 2, 3. Platz 5 ist fast. Lightyear, den hat der Erik ja schon gesehen. Stimmt. Buzz Lightyear wird auf eine Mission geschickt, die nicht wie geplant nur kurze Zeit, sondern Jahrzehnte kostet. Der war schön. Genau. Und ich habe die Kussszene jetzt gesehen. Oh mein Gott, ist das dramatisch. Wo hast du die gesehen? Bei Twitter kam ein Ausschnitt, was kann ich da dafür? Das darfst du gar nicht, das musst du reporten wegen Urheberrecht. Habe ich, in meiner Pflicht als guter Bürger habe ich das getan. Okay, ja, das war ja eher so ein dahingehauchter hier so, ja, ich gehe auf Arbeit und zack, also das war ja gar nichts, ne? Also ja, ich dachte, da Wunder, was da kommt hier, aber nix.
Dann Platz 4 sind wir Elvis, der neue Baz Luhrmann-Film, Musical mit jeder Menge Elvis-Songs. Gibt es eigentlich schon ein Musical? Bestimmt, oder? Ihr seid auch Musical-affin. Bestimmt. Gibt es eigentlich von fast allen von diesen... Bestimmt gibt es da schon was. Naja. Kann man ja nebenher mal schauen. Platz Nummer 3, die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Den hätte ich echt gerne das nie gehabt. Platz 2, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Und Platz 1 immer noch, Top Gun Maverick. Muss ja sagen, für so einen Neustart von so einem, nenn's mal, Blockbuster wie Jurassic World, nur Platz 2 hinter so einem Film, der schon eine Weile im Kino ist, ne? Schon performt nicht so gut. Elvis, das Musical, gibt's übrigens. Ja. Okay. Ich habe dir mal Karten bestellt. Thanks, but no thanks. Also wir verlosen hier, du hast gesagt Karten, also wir verlosen hier zwei Karten, wenn ihr wollt. Aber die sind personalisiert, also schreibt, ihr müsst leider... Ja, dann müsst ihr euch direkt an Chris, an chris@kinocast.net bitte, ja. Und Scam. Oh, Mann. Ja, die Neustarts der Woche. Die Minions sind wieder zurück in Minions 2. Da hatte ich ja schon den Trailer gesehen, der mir nicht gefallen hatte, weil das ist nur noch Übertreibung und nur noch, ja gut, das ist halt, wahrscheinlich sind wir da auch nicht mehr Zielgruppe bei Ich einfach unverbesserlich. Da gab es ja immer noch so diese übergeordnete Bösewicht-Geschichte. Das ist ja bei den Minions-Filmen überhaupt nicht mehr. Da ist ja nur noch Klamauk. Das ist, glaube ich, eher für die Kleinen. Ja, die werden vielleicht Spaß haben. Ja, denke ich auch. Also ich finde es ein bisschen schade, weil die lutschen gerade die Minions völlig noch aus. Dann. Und das, ja. Ausgelutschte Minions. Ich weiß. Was hättest du gesagt? Ebenfalls steht jetzt hier schon bei den Neustarts, obwohl der Kinostart ist am 6.7. ist, Thor 4, Love and Thunder. Wahrscheinlich, weil der an... Vierter MCU-Solo-Auftritt mit Chris Hemsworth und Natalie Portman in den Hauptrollen. Da freue ich mich richtig drauf. Den möchte ich unbedingt. Ich auch. Ey, kannst du nicht mal dafür sorgen, dass die vor der Sneak mal noch den Trailer laufen lassen auf der großen Leinwand? Ich finde den so geil mit der Musik von Guns N' Roses. Nochmal, bevor der Film dann anläuft. Das wäre doch auch cool. Da gehen doch auch viele aus der Sneak, denke ich mal, in den Film rein, wenn sie nochmal Lust kriegen. Na, mal schauen. Schwierig, aber ja. Ja, wahrscheinlich, weil der am Mittwoch teilweise schon irgendwie Vorpremieren hat. Steht ja hier schon mit drin. Dann läuft ein Film an, der hat einen großen Titel, nämlich der beste Film aller Zeiten, müsste man ja dann eigentlich gesehen haben. Eine spanische Parodie mit Penelope Cruz und Antonio Banderas. Wobei mich das irritiert, ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist mit Joko und Klaas. Aber die beste Show aller Zeiten. Ach so, Die von den nervenzerreibenden Dreharbeiten eines neuen Arthouse-Films berichten. Ja, das ist ja. Großartig. Großartig. Dann startet noch wie im echten Leben ein Drama, zu dem ich jetzt keinerlei Infos habe. Vielleicht weißt du da mehr. Das steht doch hier auf der nächsten Seite bei. Nee, da ist nur. Eine Adaption der autobiografischen Geschichte der Journalistin Florence Aubenas, die 2005 von islamistischen Geiselnehmern entführt wurde. Okay. Klingt wie ein richtiger Feelgood-Film. Na ja, wahrscheinlich. Eher nicht so, ne? Dann gibt es ja diese Reihe, wo auch jetzt schon Laboum, die Fete und Dings hier, Amelie lief und so. Da läuft jetzt der Film nochmal Leon der Profi, Director's Cut, der Actionfilm von, ich glaube, 94, 95, 96, so die Drehe. Da war ich nämlich im Kino mit... Mit der jungen Natalie Portman, ne? Ja, mit Natalie Portman. Von Luc Besson, der ja auch kurz vorher den Film gemacht hat, hier mit Bruce Willis da, den erfolgreichen Gary Oldman auch mit dabei. Jean Reno als Killer, der eben die Natalie Portman unter seine Fittiche nimmt und sie als Killerin ausbildet mit sehr, sehr coolen Szenen. Natürlich seine Pflanze, wie hieß sie? Miranda oder so. auch mit dabei und ein absolut sehenswerter Film. Der, wer ihn noch nicht gesehen hat oder nur vielleicht auf einem kleinen Bildschirm, hat hier die Chance, den nochmal zu sehen. Er läuft im Director's Cut, den ich persönlich auch noch nicht kenne, den Director's Cut. Also ich weiß nicht, was da... Ich hatte eine DVD mit dem Director's Cut. Echt? Gab es den schon im Heimkino, im Director's Cut? Siehst du mal, ich bin der Meinung, dass ich DVD hatte mit... Ich hatte nur den normalen.
den normalen, die Kinofassung. Also ich weiß nicht, wann der Director's Cut dann rauskam. Vielleicht, also den werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Ob ich es da jetzt ins Kino nochmal schaffe, weiß ich nicht. Aber ein absolut sehenswerter Film, wie auch fast alle in dieser Reihe. Das sind wirklich Filme, die man gesehen haben sollte. Gerade, falls uns jemand zuhört von den jüngeren Generationen. Das sind ja jetzt viele Filme, die so aus den 90ern sind. Wenn ihr die noch nicht auf der großen Leinwand gesehen habt oder überhaupt noch nicht gesehen habt, dann nutzt die Chance, weil ja, das lohnt sich. Leon der Profi, Director's Cut. Jetzt ja, nochmal im Kino. Auf jeden Fall. Dann läuft noch an Abenteuer eines Mathematikers. hatte ich dir, glaube ich, mal weitergeleitet. Ne? Ja, da hast du Trailer. Den Trailer. Der ist schon aus 2020, der Film. Der ist also jetzt schon tatsächlich 2 Jahre alt, aber der Trailer sah ganz cool aus. In den 1940er Jahren flüchtet der jüdische Mathematiker Stan Ulam vor den Nazis in die USA. Dort spielt er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Wasserstoffbombe und des ersten Computers. Er lebt Heimweh und die Freuden der Liebe. Sah aber tatsächlich recht interessant aus. Also, da bin ich gespannt. Hätten sie die für dich ja mal in der Sneak zeigen können, oder? Ja, wer weiß, was morgen passiert. Ja, also, glaube ich, etwas zu. Obwohl, Black Phone lief ja auch in derselben Woche an. Was auch anläuft, Notre Dame in Flammen. Also wahrscheinlich haben wir alle die Bilder im Kopf noch, wo das passiert ist. Wo ja quasi mittlerweile, wenn weltweit irgendeine Katastrophe passiert, dann sind ja sofort Livestreams an und Live-Coverage und so, wo man den Notre Dame in Flammen gesehen hat. Und das ist jetzt eine, nach den ganzen Dokumentationen, die es zu dem Thema gab, die wirklich so Footage von irgendwelchen Feuerwehrleuten hatten, gibt es jetzt eine filmische Aufarbeitung, nämlich von Jean-Jacques Annaud, der ja auch, hat er nicht die Stadt der verlorenen Kinder gemacht oder so, in 7 Jahren Tibet oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Und der hat das jetzt quasi nochmal filmisch aufbereitet und das wird, denke ich mal, was steht hier? Ach so, rekonstruiert Annaud anhand von Archivmaterial und Zeugenvideos minutiös die Ereignisse, die zum verheerenden Brand geführt haben. Okay, also es ist quasi ein Realfilm, der sich eng an die tatsächlichen Geschehnisse anlehnt. Ist bestimmt sehr interessant. Du hast einen Film übersprungen, weißt du das? Echt? Axiom. Starkes Porträt eines krankhaften Lügners. Okay. Dann gibt es noch African Territory, ist das auch? Nee. Awake? Gibt's noch. Steht hier gar nicht drin. Awake? Awake steht hier bei... Awake ist ein Filmdrama von Scott Boswell, das am 31. August als Video on Demand veröffentlicht wurde. Okay. Ja, nee, bei Filmstarts steht es nämlich nicht drin. Ich glaube, Kino.de ist ein bisschen hinterher mit den ganzen Verschiebungen wegen Corona. Was ist hier noch? Der menschliche Faktor? Der läuft an. Der menschliche Faktor. Drama um eine Familie, deren Zusammenhalt auseinanderzufallen droht, als sie in ihrem Ferienhaus überfallen werden. Ja. Dann sind wir durch mit den Neustarts. Und wir haben im Heimkino was gesehen. Heimkino. Möchtest du das vorstellen oder soll ich? Ich kann es gerne machen. Mord in Saint-Tropez, weil das Z wird nicht ausgesprochen. Mord in Saint-Tropez. Tropez. Ja, Mord in Saint-Tropez. Ein kleiner französischer Film. Was heißt klein? Eigentlich ein relativ großer Film mit Christian Clavier, mit, wie heißt das, Gérard Depardieu. Und ja, es geht um, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Feier von diesem Milliardär, Claude hieß der. Und bestimmt. Man sieht, wie viel ich von dem Film behalten habe. Und da gab es auf jeden Fall irgendwie einen Anschlag, einen Mordanschlag auf wohl Claude, aber es hat seinen besten Freund erwischt und deswegen, um das aufzuklären, holt man Jean Boulin, den Detektiv Jean Boulin dazu, der das aufklären soll, der sich dann unter die Angestellten mischt, um da Ermittlungen aufzunehmen, um eben dann auch diesen versuchten Mord aufzuklären. Wer, was, warum und überhaupt. War das richtig zusammengefasst? Definitiv, weil die ja. Geschichte ist nicht mehr als dieser Bierdeckel. Ja. Und Christian Clavier spielt eben diesen Detektiv, der sich da
durchschlängelt, ist es in den, man spielt es auch in den 70er Jahren, oder? Ja, in den 70ern soll das spielen. 70ern müsste es sein. Und er stellt sich halt super dubbelig dabei an, anders kann man es nicht sagen. Also, er ist ja auch der Letzte in der Reihe, den sie da hingeschickt haben. Dämlich. Ja, also er ist, ja, dämlich. Er stellt sich richtig dämlich an, tappt in jedes Fettnäpfchen, das geht. Ist also, irgendwas bei mir gerade abgestürzt? Ich weiß nicht. Also du bist USB-Gerät noch an. Du bist noch an. Okay, ja, irgendein USB-Gerät wurde gerade nicht erkannt. Und ja, was soll ich sagen? Ist, ja, also, so wie jetzt meine Beschreibung klingt, so ist eigentlich auch der Film. Also ich fand ihn relativ Banane und ja, so auf Witz komm raus, du hast dich versteckt mäßig. Also so, oh, wir müssen um jeden Preis super witzig sein und super tolle Geschichten erzählen und. Ich fand, dass die Charaktere zu keinem Zeitpunkt irgendwie einen Charakter bekommen haben oder gut gezeichnet waren oder man irgendwas mitgekriegt hat. Ich fand alles fürchterlich oberflächlich, fürchterlich, teilweise auch richtig mies gespielt. Da haben auch Aufnahmen des Sideboobs nicht geholfen. So fast so ein bisschen Nacktheit im französischen Film und ein nackter Poppes. Es ist, ja, hat mich überhaupt nicht gecatcht. Also weder der Humor noch irgendwas anderes. Und das ist super schade, weil von den Schauspielern her, denke ich, ist es ganz gut besetzt gewesen. Also mit Christian Clavier halt und so, aber ansonsten war die Geschichte einfach völlig Banane. Auch Banane gespielt. Ich fand es nicht lustig. Ich fand es überhaupt nicht lustig. Ja. Diese Komödie, die man nicht lustig findet, ist immer schwer zu beurteilen dann. Ja, es war echt. Ich hatte nach dem Trailer, war ich angefixt, da war ich hooked, ne? Also weil. Ja, der Trailer, ich erinnere mich, den Trailer haben wir gesehen, der war ganz cool. Und ich kann mich erinnern, der lief auch ganz gut im Kino, aber da waren, denke ich mal, vielleicht auch einige dann doch ein bisschen enttäuscht, weil die Erwartungen werden geweckt nach einer, sag mal, Inspektor Clouseau-artigen Komödie. Und die habe ich ja total, die liebe ich ja, die Inspektor Clouseau, die ganzen Filme. Und das sah halt hier genauso aus. Das heißt, selbst diese Situation, Gérard Depardieu ist der Polizeichef in Paris und der muss halt, kriegt einen Anruf von Jacques Chirac, der damals noch Minister ist und so in den 70ern. Und kriegt einen Anruf und da ist eben bei dieser Milliardärsvilla was passiert und er muss da, soll seinen besten Polizisten schicken, blöd nur, dass die alle im Urlaub sind und dann geht die Reihe durch und dann erwischt es halt den, der eigentlich gar nichts kann und der muss halt dahin und ja und dann wirklich auch so von der Kleidung her mit Trenchcoat, wirklich so viel auf Inspektor Clouseau getrimmt und aber dann diese ganzen Fettnäpfchen und so, das war alles nicht so charmant wie bei Inspektor Clouseau. Überhaupt nicht. Sondern das war alles so dämlich gemacht und nee. Ich weiß nicht. Schön war halt wirklich diese Dynamik zwischen Christian Clavier und Gérard Depardieu, die auch schon bei den Asterix-Realfilmen zusammengespielt haben, Asterix und Obelix und so. Das war ganz nett, aber der Rest da, also ich hatte so hohe Erwartungen an den Film und bin relativ enttäuscht worden, auch nachdem wir letztens Monsieur Claude und sein großes Fest hatten, wo ja Christian Clavier auch mitspielt und so, wo ja wirklich alles extrem pointiert ist und toll und hier wirklich die Darsteller top-notch teilweise oder fast alle und richtig Production-Value drin und so, aber es hat so viel, sind da einfach verreckt, die Witze hat nicht funktioniert oder war halt irgendwie ein Hahn herbeigezogen. Da werden halt zum Beispiel so Sachen gezeigt. Du weißt genau, okay, dieser Pfeil, ich will es mal nicht spoilern, wird irgendwann abgefeuert und so. Ja, also so. Und, wirklich so. Sag ja, es ist einfach so lächerlich, weil du genau weißt, was passiert. Eine Story auf dem Bierdeckel. Ah, ja. Ja, sehr, 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 sehr. Ja, weitaus unter den Erwartungen, deswegen ich jetzt mit ein bisschen drüber nachdenken, gebe ich auch 4 Punkte. Und du? So viel! Ja, ich gebe ihm 3. Ich gebe ihm 3, weil ich fand es einfach nicht gut. Die Auto,
der Lokalkolorit, nenne ich es jetzt mal, und der Zeitkolorit war sehr schön mit den Autos und so, aber das ist jetzt reicht nicht, um den Film zu tragen, ja, die Personen und ja, hatte halt wirklich ein paar nette Szenen, aber die gingen total unter in diesem Einheitsbrei von, oh, nee, das will ich jetzt nicht sehen oder boah, warum musste das jetzt sein? Und ich mag es ja persönlich auch nicht. Ich weiß nicht, wo das bei mir herkommt, wenn irgendwie Leute Essen verschwenden oder irgendwie mit Essen irgendwelchen Scheiß machen. Das mag ich überhaupt nicht sehen. Das muss nicht sein, weil es wird auf der Welt so viel gehungert auch. Und wenn da jemand wirklich so einfach so sinnlos verschwendet, so irgendwelchen für irgendwelche Gags oder so, das mag ich immer gar nicht sehen. Das war halt hier auch öfters mal der Fall. Ach, nee. Gut, haken wir das mal ab. Und ich habe noch einen Film gesehen mit Steven Seagal auf Sky. Unsichtbarer Feind heißt der. Es geht, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh, ich sehe gerade, ein Moviepilot hat er 3,5 von 10. Ich glaube, da in dem Bereich bewege ich mich auch. Also, der arbeitet, Steven Seagal arbeitet als Agent für die US Air Force, so eine komische Abteilung, wo keiner genau weiß, was die tun und so ganz geheim und so. Und eines Tages beschließen seine Vorgesetzten, ihn da irgendwie einzusperren und sein Gedächtnis zu löschen. Und das kommt aber dann alles irgendwann wieder. Und dann gibt es irgendwie so die Geheimnisse von irgendeinem so Stealth-Bomber, den irgendjemand entführt. Der soll irgendwie zu irgendwelchen Bösen entführt werden. Und ach, ist alles ein Riesenbanan. Ich will gar nicht so viel. Ich glaube, den Film sehen wir dann irgendwann mal wieder. Und gefühlt war der haben sie den während Corona gedreht, weil irgendwie jeder war für sich einzeln irgendwo separiert, wenn der gefilmt wurde, obwohl die alle irgendwie zusammen waren und obwohl ich sehe, der ist hier von 2007. Okay, der kann nicht während Corona sein, also waren es einfach filmische Mängel, die da zutage getreten sind. Also in der Videothek wäre da irgendwie im unteren Regal verschwunden dann, aber weil ich ja gerade auch Top Gun gesehen hatte und dann fing der gerade an und so, das sah ganz cool aus mit den Stealth-Bomber, da habe ich gedacht, mal gucken, was das ist. Aber es war ein Riesenkäse und den werden wir wahrscheinlich irgendwann mal bei Schläferz sehen, den Film. Da waren so viele Steilvorlagen drin für Kommentare. Herrlich dämlich, also von mir auch nur 3 Punkte, unsichtbarer Feind. Ich hoffe mal, die Serie von der Kate gibt ein bisschen mehr her, da steht noch keine Wertung drin. Ich bin gespannt, was da kommt. Serien. Ich habe die Serie Der Sommer, als ich schön wurde, also The Summer I Turned Pretty, angeschaut. Und zwar, ich habe sie komplett schon durchgeschaut. Ich habe versucht, eine schöne Zusammenfassung zu finden, und habe tatsächlich die auf IMDb gefunden, die eigentlich ganz knuffig ist, die aber noch nicht die ganze Serie verrät. Und zwar lese ich mal vor. Ein Liebesdreieck zwischen einem Mädchen und zwei Brüdern. Eine Geschichte über die erste Liebe, den ersten Herzschmerz und die Magie dieses einen perfekten Sommers. Und genau das ist es. Die Hauptdarstellerin ist Lola Tang, die heißt in der Serie Belly, also eigentlich Isabel. Die und ihr Bruder und ihre Mutter verbringen jeden Sommer gemeinsam bei der Mutter ihrer besten Freundin im Ferienhaus am Strand. Das sieht ein bisschen aus wie die Hamptons, aber ist nicht ganz so auf Hamptons getrimmt, also es muss irgendein anderer Küstenstaat sein. Und die haben dann ein großes Haus und jeden Sommer kommt da die Familie zusammen und die Familie ihre besten Freundin eben und verbringen da 3 Monate amerikanischen Sommer. Und dementsprechend sind natürlich auch jeweils die Kinder gemeinsam aufgewachsen und Belly und ihr Bruder wachsen eben mit den Brüdern von der anderen Familie auf. Und sie hat schon immer so einen Crush auf einen der Jungs gehabt. Das fing vor 2 Sommern oder so an und führte sich sofort und sie hatte halt gehofft, jetzt in dem Sommer, in dem sie 16 wird, ja, die Pubertät kickt komplett. Da wird gebumst. Ja, die Brille ist weg, die Haare sind schön, sie ist eine junge Dame geworden und sie hofft, dass dieser Sommer einfach nochmal anders wird. Und so wird es dann auch. Aber das Problem ist, der Junge, auf den sie den Crush hat, der Conrad, der hat sich irgendwie verändert. Der ist ganz furchtbar ruhig geworden, ein bisschen rebellisch. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas bedrückt ihn, worüber er nicht redet. Und das Ganze tut dann durch der Belly ihren Sommer ein bisschen verhunzen.
Und weil sie ja gehofft hat, dass es mit ihm vielleicht diesen Sommer was wird. Stattdessen taucht dann quasi in ihren Gedanken dessen Bruder auf. Und der aber schon immer in sie verliebt war. Das merkt man von Anfang an. Und aber es geht eben nicht nur um diese drei. Es geht dann auch noch um die Freundschaft zwischen ihr und ihrer besten Freundin, die durch die Pubertät und durch dieses Jungswerden interessant in Probleme gerät. Aber auch um die Eltern. Denn die Mutter der beiden Jungs hat ein kleines Geheimnis, klein in Anführungsstrichen, über das sie in diesem Sommer nicht reden möchte. Denn es soll nochmal ein richtig perfekter Sommer werden, bevor es vielleicht nicht mehr so schön ist. Und die Mutter von Belly ist seit einem Jahr geschieden, war nie auf Dates und ist auch irgendwie sie Schriftstellerin und kommt mit ihrem neuen Buch nicht voran und so. Und dieser Sommer soll einfach nochmal alles verändern. Und ja, wir begleiten die Belly und eben ihre Familie und ihre Freunde über diesen Sommer. Ist eine relativ kurzweilige Serie, es sind glaube ich nur 7 oder 8 Episoden, aber sie sind sehr charmant. Das ist nicht totales Mädchen-Tussi-Drama-Kiddie-Zeug, sondern es ist einfach eine schöne Coming-of-Age-Drama-Serie, die ja stellenweise auch sehr lustig ist und einfach schön ist zum Anschauen. Also ich habe am Ende, also das Ende der Serie ist, also am Ende der Staffel ist sehr traurig. Also ich musste auch ein bisschen weinen. Es war wirklich, weil man einfach so ein bisschen ein Gefühl für diese Familie auch entwickelt und für die Dynamik dieser Familie. Und es ist was Schönes fürs Herz, was jetzt nicht zu Teenie-lastig ist und auch die Teenies nicht total deppert dastehen lässt. Und auch die Eltern eben, wie gesagt, versuchen, ihr Zeug auf die Kette zu kriegen. Und das hat mir ehrlich gesagt so gut gefallen, dass ich, wie gesagt, die komplette Serie an einem Tag durchgeschaut habe. Ich kann sie empfehlen. Ich finde den Titel ein bisschen abschreckend. Ich weiß nicht, dass der Sommer, als ich hübsch wurde, ich weiß nicht, das ist so ein... Ich finde, da hätte man einen anderen Serientitel finden können. Aber ja, gut. Vielleicht passiert das auf einem Buch, was genauso hieß, ist ja manchmal so. Ja, ja, ist genau. Ja. Es passiert auf einer Roman. Wobei ich ganz kurz mal sagen muss, ich finde es extrem super, dass, wenn die Serie im Original heißt The Summer I Turned Pretty, auf Deutsch eigentlich genauso übersetzt auch heißt. Das finde ich mal schön. Ja, das ist wenigstens mal schön. Ja. Und ja. Nicht irgendwie so. Nicht so spaßiges Sommercamp. Ja. Nein, nicht so. Vom hässlichen Entlein, das hässliche Entlein zum Schwan, wie ich über den Sommer hinaus toll wurde. Ja, ja. Das ist ein typisch deutscher Titel. Cool, also. Ja. Ja. Deswegen, also ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade auch wieder so in dem Mut, diese Teenie-Sommerfilme oder Sommersachen zu gucken, also Serie oder Film. Ich habe es auch noch gestern mit einer anderen Serie angefangen, die ich euch nächste Woche vorstelle. Die heißt Surviving Summer. Und die spielt in Australien. Wie könnte es auch anders sein? Und da ist schon allein schon der Titel doppeldeutig. Und das ist das Coole daran. Davon erzähle ich euch nächste Woche, wenn ich es ganz gesehen habe. Aber jetzt die Serie Der Sommer, als ich hübsch wurde oder als ich schön wurde, kann ich echt empfehlen. Das ist eine schöne, angenehme Serie mit ein bisschen Herzschmerz, mit ein bisschen Rumrätseln. Was ist eigentlich mit dieser Mutter los? Und ja, ich weiß nicht, ich war einfach in dem Mut, diese Serie jetzt zu gucken und ich wurde nicht enttäuscht, deswegen kann ich es euch nur empfehlen. Punktetechnisch bei Serien finde ich das immer schwierig, aber jetzt so im Teenie-Drama würde ich sagen... Aber wenn du möchtest. Ach, du hast doch gerade eine Wertung verlangt, Erika. Ja, nicht, ja, eben. Nicht bei Serien, nee. Also ich wollte nur wissen, ob es gut ist. Du hast gesagt, da steht keine Wertung dahinter. Hä? Ach so, nee, ich habe nur gesagt, weil da bei Serien haben wir ja keine Wertung dahinter, da interessiert mich jetzt, wie sie es fand. Sie hat aber 8,5 gesagt, ja, ich habe es gehört. Ja, ich habe 8,5 gesagt. Was da auch empfehlenswert ist, Heartstopper auf Netflix, den haben wir bei Fortsetzung Folgt besprochen, die Serie. Ist auch so mit jugendlichen Liebe und so. Genau. Wenn wir jetzt einmal beim Thema Serien sind, wo ist mein Tab hier, genau. Kleiner Hinweis auf Netflix, ja, sind wir Netflix? Ja, genau. Läuft die erste Staffel jetzt von Money Heist Korea, heißt Haus des Geldes Korea, die koreanische Adaption, die mich extrem interessiert, weil irgendwie das mit dem Spanischen bin ich nicht warm geworden, aber ich glaube, die Koreaner, die bringen da immer nochmal eine ganz eigene Note rein und das interessiert mich auf jeden Fall, wie die das umgesetzt haben. Dann kleiner Hinweis noch. Wir haben auch was vergessen übrigens bei Serien.
Ja, du kannst gerne noch reinspringen. Lass mich mal kurz die Neuigkeiten noch machen. Rick and Morty ist jetzt auf Netflix da. Ne, Staffeln 1, 2, 3, glaube ich. 4 oder so. Und neue Serie mit Rowan Atkinson, Man vs. Bee. Da will ich mal reingucken. Da haben sie jetzt gerade Werbung gemacht. Ja. Chris, was hast du noch? Das Finale von Obi-Wan Kenobi. Ach so, ja. Können wir gerne. Müssen wir Spoilerwarnung machen, oder? Ja. Kann gut sein, ja. Achtung, Spoilerwarnung. Finale. Finale. Oho, die leider letzte Folge von Obi-Wan Kenobi. Und ich sage es wirklich mit Tatooine. Wir fahren nach Tatooine. Was mir im Herzen, wir fliegen nach Tatooine, wenn dann, was mir wirklich im Herzen wehtut, weil ich es eine im Endeffekt unfassbar tolle, schöne und glaubhafte Zusammenführung zwischen Episode 3 und 4 finde, die ganz arg viel Fanservice natürlich geliefert und die ganz arg cool gemacht war, wie ich finde. Hat mich total abgeholt, hat mich total gecatcht, auch das große Finale. Was für ein epischer Kampf zwischen Obi-Wan und Vader. Und was viele ja auch nicht wissen, in Star Wars Rebels, das müsste in Rebels gewesen sein, oder war es Clone Wars? Ich glaube, es waren Rebels, kämpft Vader gegen Ahsoka Tano. Und Ahsoka haut ihm in dem Kampf die Maske kaputt. Und zwar die linke Hälfte. Obi-Wan haut ihm die rechte Hälfte kaputt. So langsam tut er mir leid. Der hat ganz schön zu leiden, der Darth Vader, oder? Und der Einzige, der es schafft, ihm komplett die Maske kaputt zu machen, ist wer? Keine Ahnung. Oh, schweigen! Luke ist der Einzige, der es schafft. Ach so, ja, später dann. Ja, und das ist unfassbar. Und diese Wortwahl und diese Sachen. Der macht die Maske nicht kaputt, der setzt ihm doch ab, oder? Ja, aber er kriegt dadurch die Maske runter. Ja. Ist ja wurscht, es ist auf jeden Fall der Einzige, der das schafft. Ja. Ich fand's unfassbar cool. Ich saß teilweise echt mit offenem Mund da und hab gedacht, oh mein Gott, weil Vader in seinem Prime, also in seiner ganzen Stärke eigentlich, auch noch nicht kompletten Stärke dann auch wieder, weil er da auch wieder dazugelernt hat. Und Vader kassiert richtig. Und wann sieht man das mal, dass Vader derart kassiert wie in diesem Kampf? Und ganz toll, ganz toller Cast. Also immer noch fand ich hier die Schauspielerin von Leia, fand ich super gutes Mädel. Die waren alle Obi-Wan gut. Alle mit da hinten, Nebendarsteller, mit hinten raus. Alle. Also komplett, ich fand das wirklich super gemacht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ich habe schon andere kritische Stimmen auch bei Twitter gelesen. Kann gar nichts mit anfangen. Ja, ist ja auch okay. Mir hat es einfach Spaß gemacht. Und ich würde da tatsächlich gerne mehr davon sehen. Und ich habe da auch was gerne Kinofilm. Hier im Podcast nicht sagen werde. Ich will einfach noch 800 machen. Weitere Folgen. Auch kein Film, ich will Serien. Ich hätte wirklich gerne einen Kinofilm davon. Ja, aber ich hätte schon eine Idee für eine nächste Serie, aber ja. Das ist egal, das werde ich auf, wenn es Mikrofon aus ist oder so, wenn die Aufnahme nicht mehr läuft, sagen. Genau, und nicht, dass dir das jemand klaut, die Idee, ne? Das ist ja wurscht. Also wir sind ja im Spoiler-Talk. Ja. Und ich muss ja sagen, ich hab Pipi in den Augen gehabt. Ich habe wirklich eine Träne vergossen, als wir Qui-Gon gesehen haben. Ach Gott, ich fange jetzt schon wieder an zu weinen, nur an den beiden Gedanken. Jetzt hast du aber richtig gespoilert, ey. Wieso, wir sind doch im Spoiler-Talk, da darf man das doch sagen. Hier sollte ja keiner zuhören, der es noch nicht gesehen hat. Genau, und das hat mir ehrlich gesagt, also ich finde die auch unfassbar gut. Ich werde die auch nochmal gucken, jetzt dann in einem Rutsch durchgucken. Ja. Ohne dass da jetzt eine Woche Pause zwischen jeder Folge sein muss. Und das hat mir so gut getan. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich kommt Qui-Gon noch. Nur ganz kurz. Und nachdem sie ja Anakin reingeholt haben, dachte ich, okay, die müssen es machen. Und dann war die Folge fast zu Ende und ich so, kommt schon. Und dann steht er da und ich fange an zu heulen. Das war so schön. Einfach auch auf Englisch gucken. Wenigstens kam Jar Jar Binks. Ja. Ja. Weil auf Englisch ist einfach die Sache ist so genial, wenn er Luke vorgestellt wird. Hast du auf Englisch gesehen, Erik?
Ich weiß gar nicht, hatte ich die letzte... Ich habe immer mal so, je nachdem, wenn jemand mitgeguckt hat, dann habe ich es auf Deutsch. Du guckst dir auf jeden Fall die letzte, die Szene, wo er auf Luke trifft, nochmal an. Weil, was sagt der im englischen Original, wenn er auf Luke trifft? Hello there. Es ist so göttlich einfach. Es ist einfach so göttlich. Und einfach, ich fand es einfach großartig. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Wenn das die Qualität von Star Wars Serien ist, das und Mando, gerne mehr davon. Ja, weniger von diesen chromblitzenden Verfolgungsjagden, sondern mehr davon. Aber hier hätte ich echt gern einen Kinofilm gesehen. Ich könnte mir fast denken, dass die Story eigentlich auch für einen Kinofilm ausgelegt war für Obi-Wan, weil es hatte ein paar Füller-Szenen drin, die ein bisschen nachträglich reingefühlt, aber es ist jetzt Gemecker auf hohem Niveau, aber ich glaube, eigentlich war die Story, das Skript für einen Kinofilm gemacht, aber nachdem ja ein paar andere Sachen nicht so gut gelaufen sind im Kino, gerade von diesen, nennen wir Spin-Off-Serien, Spin-Off-Filme, haben sie wahrscheinlich gedacht, sie machen eine Serie draus, ne? Aber ich hätte so gern einen richtigen Kinofilm, ein richtig abgeschlossenes, irgendwie ein 2-Stunden-Ding, weil da waren einfach so viele gute Sachen drin, die ich gern nochmal gucken würde, aber so eine ganze Serie einfach so nochmal gucken, ist schon ein ganz schönes Brett von der Zeit her. Aber so ein Film, den kann man immer mal reinhauen. Ja, aber wenn du einen Filmmarathon machst, glaube ich, finde ich jetzt gerade, wenn du die Star Wars Filme schaust, und zwar in der Reihenfolge von 1 anfangend, finde ich, passt tatsächlich, so wie man gesagt hat, hey, wenn man das macht, sollte man zwischendurch Rogue One schauen, finde ich, kann man vor Rogue One nach Episode 3 auf jeden Fall die Kenobi-Serie schauen. Ja, es fügt sich sehr, sehr gut alles zusammen. Ja, krasse Serie, Obi-Wan Kenobi, sehr empfehlenswert, gibt es auf Disney Plus. Achso, brauche ich euch ja nicht erzählen, wenn ihr Spoiler gehört habt, dann habt ihr es ja schon gesehen. So, gehen wir mal hier raus. Achtung, Spoilerwarnung. Eigentlich bräuchte ich noch was Ende-Spoiler oder so. Nicht Achtung, ist ja vorbei, aber ist ja nur für mich als Timecode hier. Okay, dann sind wir wieder zurück und gehen gleich mal in den Bereich Games. Games. So, vielleicht mal bevor wir richtig einsteigen, Games, weil ich eins vorstellen möchte. Kleiner Hinweis, Chris und ich werden mal auf der Gamescom sein dieses Jahr wieder. Vielleicht, wenn genau jemand da ist. Ja, genau. Come and say hi, we have autographs. Genau. Genau, macht ein Foto mit eurem... Foto 10 Euro. Ja. Ich habe ein neues Spiel, das hat es bei mir durch Zufall, wusste ich gar nicht, dass das gemacht wurde oder irgendwie, dass das jetzt geplant wurde. Und zwar, es gab in den 90ern ein Spiel, das habe ich damals gespielt auf dem Amiga. Da hatte ich war das Amiga noch oder war das schon PC? Ich weiß gar nicht mehr. Hatte ich auf jeden Fall eine Box mit Disketten und, ich hatte es glaube ich zweimal auf dem Amiga und auf dem PC später und gab es nämlich auch CD-ROMs dann, nämlich Blade Runner. Basiert ja auf meinem damaligen Lieblingsfilm Blade Runner. So nennt sich Point-and-Click-Adventure, also wer hier in den Games-Bereich zuhört, der weiß, was das ist. Also sprich, man lenkt das nicht mit irgendeinem Joystick oder irgendwas, sondern muss halt immer mit der Maus irgendwo hinklicken, nimm dies, verwende dies mit dem und so und muss sich dann halt so durchfinden durch eine Story und die war sehr cinematografisch damals und war sehr schön in diesem Environment, in dieser Umgebung von dem Kinofilm, auch so diese Düsternis, die Musik, alles war da, das war richtig gut und es war... Auch die Datenmenge, die damals schon verwendet wurde, die war schon außergewöhnlich und so viel war auch da wirklich drin in dem Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt gibt es auf Steam eine Blade Runner Enhanced Edition, wo sie da das Spiel quasi nochmal aufgebohrt haben und kostet nur 8 Euro noch was, deswegen habe ich da gleich mal zugeschlagen. Ist jetzt quasi schon das dritte Mal, dass ich dieses Spiel gekauft habe, aber das geht mir bei diversen Filmen ja auch so, die ich auf diversen Medien, es gibt da, was weiß ich, Alien habe ich irgendwie auf VHS 4:3, VHS 16:9, VHS Director's Cut, DVD, Blu-ray, 4K irgendwie, habe ich auch oft gekauft. Jedenfalls, 8 Euro kann man da investieren und es sind 3 Versionen enthalten, einmal die Originalversion sozusagen in 4:3 in grisselig, in quasi hochskaliert, ein bisschen dann so eine andere Version, die ich noch nicht getestet habe und eben diese neue Enhanced-Version.
Ich habe noch mal ganz kurz reingespielt. Es sieht schon extrem gut aus. Ich habe jetzt noch nicht, bin noch nicht in die Tiefe eingestiegen, aber ich werde auf jeden Fall das wieder tun. Vielleicht mache ich es auch im Stream. Wollte noch mal kurz Bescheid sagen. Vielleicht gibt es da auch Fans da draußen, die damals das Spiel gespielt haben. Und das ist ja nun schon von 97, 2007, 2017. Das ist natürlich schon 25 Jahre her, dass das rausgekommen ist. Vielleicht hat jemand wieder Bock, das zu spielen oder kennt es noch gar nicht und sagt, ja, jetzt habe ich meine aktuellen Sachen alle so weit durch. Ich könnte mal wieder was anderes spielen. Dann Blade Runner vielleicht mal bei Steam holen für 8 Euro noch was und vielleicht mal für den nächsten Lockdown vorbereiten, dass man ein bisschen Material hat. Den Pile of Shame mal ein bisschen, ja hier den Teufel an die Wand. Den Pile of Shame mal ein bisschen aufstocken wieder, da wo noch nicht genug drauf ist. Ne? Blade Runner Enhanced. Okay. Haben wir heute ein Rätsel? Dann, oder Rätsel? Ja, nein? Wer ist denn dran? Nee, haben wir heute nicht. Haben wir nicht? Ich wäre okay. Dran, ich hab's vergessen. Deswegen habe ich extra gefragt. Kein Problem. Dann kommen wir zu den Musiktipps, wo die Kate so freundlich war, uns beide pfeifen, mir vorher dran zu erinnern, dass wir was machen hier. Denn, ja, guck, Rätsel haben wir dafür jetzt heute nicht. Ist, dafür haben wir Musiktipps. Irgendwas ist da. Music. Geil. Kate. Ich habe von Neck Deep Wish You Were Here. Ist das ein Cover von... von Nein. Rednecks? War das Rednecks? War nicht das Original von der Kelly Family oder so? Ich habe da irgendwie die Kelly Family in Erinnerung. Ich habe da Rednecks in Erinnerung. Ja, Rednecks, ich habe auch Rednecks in Erinnerung. Wish You Were Here. Das war doch, hat doch die Kleine von der Kelly Family Pink gesungen. Floyd. Nee, das ist anders. Das ist anders von Pink Floyd. Ach so. Aber Kelly Family, Wish You Were Here, ja, gibt's, genau. Von 1994 ja, und Rednecks haben es dann gecovert. Ist das eins von denen? Ist das ein Nein. Cover? Nee, was Nein. eigenes, okay. Ja. Was hast du, Chris? Ich habe von Matteo Oxley, I'll Be There For You. Okay, ich kenne weder Neck Deep noch Matteo Oxley. Muss ich nachher mal reinhören. Und was ich auch noch nicht kannte vor dem ersten Konzert von Project Pitchfork, wo ich in Leipzig war, ist den ihre Vorband Chemical Sweet Kid, wo ich eigentlich 90% der Songs unerträglich fand und nur das eine, was sie gecovert haben, nämlich We're Not Gonna Take It, was VfB-Fans oder Fußballfans überhaupt durchaus kennen können. Das ist ein Tribünengesang, der dann immer adaptiert wird auf den jeweiligen Verein. Ja, genau, das packe ich mal drauf, weil mir nichts Besseres eingefallen ist in der Kürze der Zeit. Und ja, dann sind wir soweit durch. Ich hätte übrigens ein ganz, ganz kleines Rätsel noch ganz kurz, aber hauptsächlich für den Erik, weil ich glaube, Kate weiß das. Um Himmels Willen. Kate weiß es und ich weiß es nicht. Ja, okay. Vielleicht, was hat heute, oder was ist heute vor 25 Jahren erschienen? War das nicht der Weiße Hai? Habe ich doch selber begleitet oder so? Nee, das war vor Kate 30 Jahren oder so, vor 40 Jahren. Kate? Also ich denke, ich weiß es. Ich sag's jetzt nicht, die Frage ist für den Erik. Ja, aber er hat gesagt, er hat Weiße Haie, das war falsch. Nee, für wie viele Jahren war es? 25. 25, das sind wir ja auch, sind wir ja auch im Bereich 97 oder so. Was waren 97? Ziemlich oder so. Ein richtiges Mathe-Genie, der Erik. Ja, vor 25 Jahren. Also es war vor Matrix, es kam 99. 97. Kam da der erste Harry Potter-Film ins Kino? Vielleicht, wenn es die Kate weiß und ich aber, nicht. Aber der erste Harry Potter-Band kam raus. Ganz genau. Ah, so. Großbritannien. Okay, nah dran. Ja. Eine Auflage von 500 Exemplaren. Mhm. Die so schnell weg waren, da konntest du gar nicht gucken. Mhm. Da begann das damals. Hat die nicht jetzt irgendwie was Neues da im Harry Potter-Bereich? Also nicht die Fantastischen Tierwesen, sondern habe ich nicht irgendwas gehört, dass da jetzt noch was kommen soll? Ja, nein, es gibt ja das Theaterstück, aber das ist bisher alles. Ah, okay, falsch mitkriegt. Alles klar. Es sind alles so Gerüchte, was man so hört. Gerüchte, aber da ist meistens auch was Wahres dran. Wer weiß. Kommt bestimmt noch was. Die Cash-Cow muss gemolken werden. Ja. ja, dann sind wir durch für heute. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Oh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann empfehlt uns weiter an allen, die Kinofilme mögen. Ja, teilt den mit, dass es uns gibt, wie das funktioniert. Mittlerweile braucht man ja nicht mehr erklären, was ein Podcast ist. Das musste man ja vor einigen Jahren noch. Heutzutage brauchen wir nur sagen, geh auf deine bevorzugte Plattform, such nach KinoCast und da findest du den mit dem blauen Logo, der immer noch aktiv ist. Das sind wir, weil da gibt es ein paar andere, die hießen auch mal so. Aber die gibt es schon lange nicht mehr. Alles klar, dann bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Da war es wieder. Wiederhören.
Da war's wieder. Der Kinocast.